Recording in progress. In diesem Video werde ich mit euch die Modalverben wiederholen und ein ganz bisschen noch einüben. Auf der Seite, Online-Internetseite vom Schubert Verlag findet ihr super Übungen. Natürlich ist es nur eine Alternative. Es gibt noch sehr, sehr viele engagierte Lehrer und Institutionen, die tolle Übungen für Deutschlerner, für Deutschlernende machen. Ich bevorzuge die Schubert-Seite unter anderem. Erst werde ich mit euch die Modalverben wiederholen. Erstmal die Bedeutung der Modalverben oder die Bedeutungen und dann auch die Konjugation im Präsens und im Präteritum. Let's start. Lass uns beginnen. Ich teile jetzt mein Dokument. Ich fange jetzt mit dem Modalverb können an. Können ist ein super typisches Modalverb, das kennt ihr ja, und hat drei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, etwas ist erlaubt oder etwas ist nicht verboten. Und als Synonym kann man hier das Modalverb dürfen benutzen. Du kannst hier nicht spielen, es ist verboten. Das bedeutet, du darfst hier nicht spielen. Es ist verboten. Die zweite Bedeutung ist die Kompetenz oder die Fähigkeit von etwas. Können Sie gut kochen? Können Sie Englisch? Können Sie gut Deutsch? Kannst du Auto fahren? Und die dritte Funktion ist eine Möglichkeit auszudrücken. Zum Beispiel, kann es heute regnen? Oder können wir heute ins Kino? Das bedeutet, haben wir Zeit? Ja. Oder haben wir Geld, um ins Kino zu gehen? Die Präsenskonjugation. Ich kann. Du kannst. Er, sie, es, man kann. Aufpassen, es gibt eine vierte Person in Singular 3. 1, 2, 3, Singular. Und dann im Plural, wir können, ihr könnt, sie können. Die Modalverben konjugiert man auf eine irreguläre Art und Weise. Die erste Person, also es ist zu den Singular-Personen, die Konjugation in Singular ist irregulär. Das heißt, dieses Ö sehen wir erstmal gar nicht. Ne? Nicht ich könne, du könnest, sondern ich kann. Du kannst, er, sie, es, man kann. Aber im Plural kommt das Ö wieder zurück. Diese Regel gilt für alle Modalverben, nämlich, dass die Singularkonjugation irregulär ist, abweichend ist, es gibt einen Vokalwechsel. Und erst im Plural kommt der Vokal aus dem Stamm zurück. Verbstamm ist können, ja? Das ist der Verbstamm. Und der Vokal kehrt, kommt das Ö dann in diesem Fall im Pluralkonjugation zurück. Wir können, ihr könnt, sie können. Das habe ich jetzt hier nicht rot markiert. Passieren wir in der Singularkonjugation. Sind Singular 1 und 3 identisch? Und in der Pluralkonjugation Plural 1 und Plural 3. Okay? Präteritum, ich konnte, du konntest, er, sie, es, man konnte. Wieder die gleiche Konjugation in Singular 1 und 3. Und dann wir konnten, ihr konntet und sie konnte. Die gleiche Regel. Plural 1, Plural 3, ja, 3 sind identisch. Müssen. Es bedeutet eine Pflicht auf Englisch Duty. Ich muss heute die Hausaufgaben machen oder den Kurs besuchen oder arbeiten. Oder ist das ein Gesetz, eine Regel? Normalerweise muss den Regeln folgen. Hier muss man langsam fahren. Oder eine Notwendigkeit. Etwas ist notwendig. Notarzt, Notaufnahme, Notstation kennt ihr. Etwas ist wichtig. Ich muss schnell auf die Toilette gehen. Ich muss etwas essen.
Ja, es ist notwendig, weil wenn ich jetzt nicht auf die Toilette gehe, dann passiert vielleicht eine kleine Katastrophe. Präsenzkonjugation. Ich muss, du musst, er, sie, es, man muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Präteritum. Ich musste, du musstest, er, sie, es, man musste. Wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Sie mussten. Aufpassen auf die Aussprache. Ihr dürft jetzt nicht müsste sagen im Präteritum oder in Präteritum oder hier bei können. Könnte, müsste, könnte, dürfte, kommt es gleich, sind Konjunktiv 1, das heißt irreal. Ja? Also achtet darauf, bitte, dass ihr ein O aussprecht, im Präteritum von können. Aber hier könnt ihr ein Ö aussprechen, ja, das ist ja wichtig. Nur nicht im Präteritum, kein Umlaut, bitte. Ja? Und auch hier bei müssen jetzt. Ne? Nicht ich müsste, weil müsste heißt, ach, ich müsste jetzt eigentlich arbeiten oder die Hausaufgaben machen, aber ich habe keine Lust. Ja? Nein, das ist real, indikativ. Es ist indikativ, Präteritum. Ja. Okay, ich gehe weiter. Dürfen bedeutet, etwas ist nicht verboten, etwas ist erlaubt. Die Erlaubnisse, das Verbot, die Verbote. Darf ich hier? Darf man hier rauchen? Nein, Rauchen ist hier verboten. Man kann ja auch sagen, kann ich hier rauchen oder kann man hier rauchen? Ja? Und dann ist es natürlich ein Synonym für können. Ja, aber können ist dann eigentlich hier eine Erlaubnis. Die Konjugation im Präsens. Ich darf. Ja? Aus dem Ü wird ein A. Du darfst, man darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Und dann Präteritum aufpassen, dass ihr ein klares U aussprecht. Ich durfte, du durftest, er, sie, es, man durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften. Sollen, shall, supposed to do something, auf Englisch. Das ist eine extrinsische Motivation, dass es jemand möchte, dass ich etwas mache, tue, aber nicht ich, nicht unbedingt. Vielleicht ja, aber eigentlich ist es ja wichtig, dass jemand etwas von mir möchte. Es ist eine fremde Bitte, ein fremder Wunsch, ein Befehl von einer anderen Person. Befehl, naja, gut, oder ein starker Vorschlag, starker Rat. Ja. Befehl, so ein starker Rat von einer anderen Person. Diese Person kann der Arzt sein, der Lehrer oder die Eltern können das auch sein. Aber ich will das vielleicht gar nicht. Warum sage ich vielleicht? Es kann sein, dass ich das will, aber das ist hier jetzt nicht wichtig. Hier möchte ich sagen, dass jemand mir gesagt hat, ich muss etwas tun. Lehrer zum Kind zum Beispiel. Du musst jeden Tag die Hausaufgaben machen. Das Kind geht dann nach Hause und spricht mit den Eltern. Das habe ich hier abgekürzt, natürlich. Die Eltern fragen das Kind, und was hat der Lehrer gesagt? Und das Kind antwortet, ich soll jeden Tag meine Hausaufgaben. Das bedeutet, dass der Lehrer das möchte, auf jeden Fall. Vielleicht will ich das ja auch, aber vielleicht nicht. Aber das ist hier nicht relevant. Hier ist es relevant, wichtig, was die andere Person von mir möchte. Okay? Eine intrinsische Motivation wäre, also mein Wunsch, mein Plan, meine Motivation, wenn ich sagen würde, ich muss jeden Tag den Hausaufgaben machen. Okay? Das sehe ich auch ein. Das heißt, ich verstehe, es ist wichtig für mich. Ich will jeden Tag oder ich möchte jeden Tag meine Hausaufgaben machen. Das sind intrinsische, ich sag mal, intrinsische Motivation. So habe ich diese Grammatik noch nie erklärt, aber für mich ist das eine logische Erklärung. Präsens. Ich soll, du sollst, er, sie, es, man soll,
Wir sollen, ihr sollt, sie sollen, Präteritum, ich sollte, du solltest, man sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. You should, du solltest aufpassen. Ja, das hat noch eine andere Bedeutung. Und zwar, also die Form sollte oder du sollte, also diese Präteritumform kann auch noch bedeuten, kann auch noch Konjunktiv 2 Form sozusagen aufzeigen. Es geht aber darum, dass ihr die Situation, den Kontext versteht. Wenn ich das Indikativ Präteritum benutze, ich sollte, das zeige ich hier mal. Als Kind sollte ich immer meinen Eltern helfen. Meine Eltern wollten, dass ich ihnen helfe. Und das ist real Vergangenheit indikativ. Okay. Aber you say, you should oder I should do something. Du solltest deinen Ex-Freund nicht mehr kontaktieren. Das ist Konjunktiv 2 Grammatik. Das ist irreal. Und das ist ein Rat oder ein Vorschlag. Okay. Aber dazu werdet ihr im Unterricht bestimmt etwas mehr hören und das einüben. In A2, ja, in A2 wird Konjunktiv 2 noch, also diese Form von Konjunktiv 2 noch nicht behandelt, noch nicht unterrichtet. Okay, weiter geht's. Wollen oder möchte bedeuten einen Wunsch oder einen Plan. Wollen ist mein oder unser Plan und Wunsch und möchte ist auch ein Wunsch, aber höflicher formuliert, wenn ich mit einem, ne, wenn, besonders wenn man mit anderen Menschen spricht, beziehungsweise wenn man andere Menschen um Hilfe bittet oder um etwas bittet. Ja. Okay. Erst werde ich wollen behandeln. Wollen. Ich will. Du willst. Es. So schön. Na gut. Mann. Also ich will. Du willst, man will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Präteritum, ich wollte, du wolltest, man wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Ich will jetzt einen Kaffee. Gestern? Gestern wollte ich, aber. Okay. Ich bitte hier niemanden um einen Tee. Es ist nur mein Wunsch. Ich sage, was mein Wunsch ist. Möchte ist kein originelles Modalverb. Es hat deshalb keinen Infinitiv. Möchten, ein Infinitiv gibt es nicht. Deswegen hat es auch kein Präteritum oder Perfekt. Möchten, möchte, da hat gemischt, das gibt es nicht. Möchte kommt aus dem Verb möge. Ganz genau gesagt aus dem Präteritum von mögen, mochte, und es bekommt ein Umlaut. Möchte, ich möchte, du möchtest, erstmal möchte, wir möchten etwas, ihr möchtet, sie möchten. Präteritum, aufpassen, es nicht möchtete, wir benutzen ein ganz anderes Modalverb, und das ist wollte. Das sagte ich mir schon. Gut. Also, möchtete gibt es nicht. Man benutzt wollte, also wollen im Präteritum. Müsst ihr aufpassen. Okay. Ja, genau, da müsst ihr schon. Genau, wir haben hier Übungen gemacht, deswegen habe ich diese Beispielsätze nicht mehr ausgeschrieben. Zum Beispiel, ich gestern, na, gestern wollte ich ins Kino.
Aber heute möchte ich ins Theater. Ja. Höfliche Bitte, Papa. Ich möchte jetzt ins Kino. Es ist höflich. Okay. Unhöflich wäre, Papa, ich will heute ins Kino. Und dann können wir schon ungefähr sagen, wie der Papa reagiert. Nee, du bleibst zu Hause, du gehst nicht ins Kino. Du musst mich schon höflich fragen oder bitten. Ich gehe jetzt mal zu den Übungen auf der Seite vom Schubert-Verlag. Und das ist die hier, die Seite. Ja, hier bei A2, Sprachniveau A2. Da seht ihr die Niveaus aufgelistet von A1 bis zu C2 findet ihr Übungen. Das werde ich euch noch verlinken. Modalverben, ergänzen Sie die Modalverben im Präsens oder im Präteritum. Nächste Woche. Ich fange nur an. Den Rest könnt ihr selber machen. Nächste Woche. Wir nicht zum Deutschkurs kommen. Nächste Woche zeigt natürlich in die Zukunft. Das ist nicht Futur. Zukunft ist die Zeit. Futur 1 ist eine Grammatik. Erscheinung, eine Grammatikform. Das geht mit Verben, aber das haben wir nicht. Das müssen wir auch nicht. Wir können die Zukunft auch mit Präsens ausdrücken. Präsenskonjugation, denn wir haben hier ein temporales Adverb nächste Woche, das in die Zukunft zeigt. Nächste Woche, das heißt Präsens, können wir nicht zum Deutschkurs kommen. Müssen, aufpassen, letzte Woche, das ist natürlich Präteritum, Vergangenheit, letzte Woche müssen und mein Sohn ist das Subjekt, immer aufpassen, was das Subjekt ist, muss, mein Sohn, seine Diplomarbeit fertig schreiben. Mögen, vor 3 Jahren, aha, ja gut, hier wird auch mögen behandelt, das habe ich jetzt nicht in meiner Liste. So explizit, also die Konjugation von mögen. Vor 3 Jahren mochte, aber das habe ich euch schon gezeigt, mochte ich noch viele Musikstile, aber heute höre ich nur noch Jazz. Sollen, der Chef sagt, dass ich diese Rechnung bis heute Abend schreiben soll. Gut. Okay. Jo, den Rest könnt ihr selber machen und dann euch kontrollieren. Ja. Wenn ihr auf diese Taste drückt, diesen Kontrolle-Button, dann seht ihr, wie viele Prozente ihr habt und wo ihr euren Fehler hattet, wenn überhaupt. So, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Lernen oder bei der Wiederholung Verben und Allverben. Vielleicht könnt ihr schon all diese Modalverben gut benutzen. Vielleicht müsst ihr sie noch lernen oder wiederholen. Und ihr dürft dann keinen Fehler machen. Am Anfang schon. Das ist okay. Ciao. Arrivederci a voi.